So. So, Freunde, ABC-Fahrwerk läuft wieder. Auf geht's, Schnecken klären. CL500, 5 Liter V8, let's go! Brauchst du ein Taxi? Hüpf rein hier! Sag mal, hast du keine Erziehung genossen? Man steigt doch nicht einfach bei fremden Leuten ins Auto. Schon gar nicht bei so einer alten, zwielichtigen Karre. Fahr bitte weiter. Gut, dann nicht. Bist eh hässlich. Zwielichtige Karre, Digga. Entschuldigung, du bist mir hier gerade aufgefallen und sahst sehr sympathisch aus und ich dachte mir, du bereust es bestimmt, wenn ich nicht nach der Nummer frage. Pass mal auf, mein Herzchen, du kannst nicht mit einem 20 Jahre alten CL in Iridium-Silber über den Parkplatz fahren und erwarten, dass bei jeder Frau hier gleich das Höschen feucht wird. Das ist ein Vorfacelift, der Lack ist scheiße, du hast nicht mal Felgen drauf und dein Auspuff klappert. Geh dir mal anschrauben. Wir sind am CL500 fahren. Du bist immer am Kneifen. Man sieht dich im offenen Streifen. Keiner kommt an uns ran. Wir sind am CL500 fahren. So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier hinter mir stehen YouTube Deutschlands einzigen W215 CL500 ohne technische Mängel. Allerdings sieht das Auto natürlich noch so ein bisschen nach Opa aus, jetzt in dem Iridium Silber mit den Original 17 Zoll Felgen. Das wird sich in diesem Video aber schon ändern. Und ich habe mir überlegt, wir machen so ein kleines Community-Projekt raus. Nora, die Leute, ich habe mit Flo telefoniert, der auch hier unseren Calibra lackiert hat. Wir werden den Wagen komplett lackieren und ihr da draußen könnt bestimmen, in welcher Farbe. Schallert mir einfach auf dieses Video 10.000 Likes raus und dann gibt es bei Instagram eine Umfrage, sobald die 10.000 Likes erreicht sind. Und dann werden wir gucken, in welchem Glanz der Wagen bald erstrahlt. Heute aber erstmal werden wir die neuen Felgen raufschneiden. Das sind hier die 19 Zöller, die ich noch von meinem S63 AMG habe. Das sind Felgen vom S65 AMG W221 und die sind von den Felgendimensionen her, passen die auf jeden Fall drauf. Ich weiß nicht, ob die Reifen genau richtig sind, aber wir gleich alles noch herausfinden. Und ich habe mir besorgt, pass auf, pass auf, ein Facelift SL R230 Optik Waben Grill mit Distronic. Und ja, den werden wir heute auch noch reinschmeißen. Ich weiß nicht, auf den ersten Blick so das Schwarz. Matcht irgendwie nicht so mit dem Silber, oder? Na, werden wir gleich sehen. Aber das ist nicht alles, Freunde. Das ist nicht alles. Wir lassen uns heute nicht lumpen. Heute packen wir das Video richtig voll mit Content. Quasi als Ausgleich zum letzten. Ich weiß, die letzten Videos waren vielleicht contentmäßig etwas schwächer. AMG GT, ihr habt euch neue Felgen gewünscht. Ich habe neue Felgen bestellt und die neuen Felgen sind angekommen. So, das sind die Reifen. Guck mal, bei so einer Karte kann man ja nicht mal Billigreifen draufschmeißen, ne? Das ist ja nicht zu fassen. 295, 30 R20, das sind Pirelli, ne, Bridgestone, Potenza und vorne, den interessieren die Menschen. Komm, die wollen die Felgen noch sehen, die Leute. So, und die Reifen und Felgen schmeißen wir gleich in 123er, weil wir tatsächlich kein anderes Transportfahrzeug haben. Der LT ist da hinten zugeparkt mit Klamotten und sonst sind hier irgendwie nur zwei Sitzer. Ja. Dann geht's später mit dem GT zur Autosiastik. Wir essen jetzt erstmal was und machen uns danach an CL. So, bevor wir hier an CL rangehen und die Felgen ranschmeißen, möchte ich mich noch mal kurz bei euch bedanken. Wir hatten gestern 18 Uhr einen Value Drop. Wer das nicht mitbekommen hat, ist jetzt mittlerweile auch selbst schuld, Freunde. Da müsst ihr auf Instagram vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was da ist. Wir haben hier dieses Zweier-Set Stonewash T-Shirt gehabt. Grau und Oliv. Klassische schwarze T-Shirt, Oversize im Dreier-Set. Unseren Half-Zip, von dem ich jedes Mal aufs Neue begeistert bin, wenn ich ihn angucke. Zoom mal hier bitte an die Nähte ran.
Guckt euch das an, Freunde. Ich weiß nicht, ich habe vorher noch nirgends sonst so eine geile Kombi gesehen. Und natürlich der Oversize schwarze Basic Hoodie. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob noch was da ist. Schaut gerne im Shop vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Und ansonsten nächstes Mal schneller sein. Was Felgen ausmachen, Freunde. Die Sache ist ja immer wieder, für das ganze Auto jetzt gleich eine viel sportlichere Optik. Nicht nur für das Auto, sondern auch für mich, weil ich eine halbe Stunde mit den Radbolzen vorne gekämpft habe. Ich habe noch nie so festgefahrene Radbolzen erlebt. Der steht auf der Seite jetzt höher. Und ich vermute fast, dass sie einen falschen Querschnitt haben. Also, dass die Reifenflanke oder dass der Reifen hier ist. Ja, guck mal. Wenn du von hier guckst, dann siehst du, oder vielleicht auch nicht, aber die sind einen Ticken größer. Und zwar die Felgendimension weiß ich jetzt nicht ganz auswendig gerade. Ich glaube, das sind 9,5x19, das müssten 7,5x17 sein. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal 2 Zoll breiter ET, wobei hängt von der ET auch noch ab, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall stehen die beide draußen, schließt jetzt hier fast bündig mit dem Kotflügel ab. So 5 mm Spurplatten können wir noch fahren vorne. Hinten, auch hinten fast schon 10, würde ich sagen. Also, sehr sexy, aber der Abrollumfang passt nicht. Wir haben hier 2,55, 40, 19 und hier haben wir 2,25, 55, 17. Könnte aber fast hinkommen, ne? Oder vielleicht brauchen wir hier 35er. Weiß nicht, muss ich mir nochmal ausrechnen. Da gibt es ja so einen Rechner im Internet. Aber so sieht das erstmal passend aus und wird auch nicht schleifen. Also werde ich mir bei Gelegenheit mal neue Reifen bestellen, wenn die Felgen draufbleiben. Sieht schon viel fetter aus, oder? So. So, Audosiastik haben angerufen. Schnelle Welle hin da jetzt vom Reifenhändler die Räder abholen und dann rauf auf dem GT. Und noch eine kleine Überraschung für euch hier. Guten Tag, Digga. Guten Tag, mein Lieber. Ja, Freunde, zu Gast bei Audosiastik. Nee, was sagt man jetzt? Auto saftig. Die Felgen habt ihr schon gesehen, haben wir gerade abgeholt vom Händler. Die sind auch saftig, oder? Ui, doch. Guck mal hier. Kommt endlich mal der silberne Ranz hier weg von der Karre. Und konnte ich mir ja überhaupt nicht mehr angucken, ne? Silberner, okay. Boah. Geil. Nicht? Ich glaube, das wird richtig fett aussehen. Aber das ist jetzt gar nicht der erste Step, ne? Wir haben nämlich noch was anderes für euch, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Wo haben wir das jetzt drin? Im CL, komm mal mit. Jo. Deswegen haben wir uns noch so einen schönen Satz KW-Gewindefedern besorgt, damit der Lachs auch ordentlich auf den Boden kommt. Was machen wir heute? Gewindefedern, hast du mir gezeigt den Leuten? Alles gezeigt. Gut, das heißt Dämpfer ausbauen, ein bisschen assi bei denen, zeige ich gleich, weil du Ober- und untere Querlenker hast. Was sind überhaupt Gewindefedern? Gewindefedern? Wollen wir den nicht erstmal auspacken? Okay, cool. Wollen wir so ein Unpackaging machen hier? Da stand nämlich extra dabei, diese Gewindefedern sind nur geeignet für Fahrzeuge mit serienmäßiger Dämpfer, elektronischer Dämpferverstellung. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die habe. Ja, gucken wir mal. Quatsch, habe ich. Hast du? Ja, habe ich. Aber was hat das damit, ja, zu tun? Weil du ja den Dämpfer quasi bei der Eintauchen lässt, Originaldämpfer, der dafür eigentlich nicht gemacht ist, da zu arbeiten. Durch die elektronischen Dämpferverstellungen kannst du dafür sorgen, dass er trotzdem in dem Bereich arbeiten kann, ja, den du weicher und härter machst. Geht echt nur mit der Magnetic Ride-Geschichte und so. Wir bauen hier den Originaldämpfer aus, nehmen die Feder raus, Federteller raus und dafür setzen wir dann durch solche Gewindeteller. Die quasi nachher drauf. Was uns ermöglicht, die Gewindehöhe einzustellen. Ne? Nachher das Schrauben auf dem Original-Federbein rauf, Original fliegt raus und dann können wir ihn hoch runter drehen, was uns dann halt bis zu 4 cm bringt. Ne?
Könnte man jetzt im Gutachten nachgucken, aber die sind ja so konzipiert, dass sie, und auch vom TÜV abgenommen, dass sie einen gewissen Verstellbereich haben, der dann alle Anforderungen vom TÜV entspricht. Das heißt, wir drehen jetzt gleich ganz runter und gucken, wie der aussieht, oder? Ich denke auch, ne? Ja. Also das Tiefste, was Gutachten hergibt, ne? Wir haben einen Radlastwagen besorgt extra für dich. Das ist ein Radlastwagen. Eine Radlastwaage ist eine Radlastwaage, die quasi kommt mit. Also die werden unter jedes Rad gepackt. Man misst dann genau das Auto, wie es draufsteht, weil wenn wir die Feder vorspannen, drehen wir ja hoch, hast du eine gewisse Spannung auf dem Dämpfer und dafür sorgst du, dass das Rad mit einer gewissen Gewichtszahl runtergedrückt wird. Und kannst anhand der Radlastwagen das Fahrwerk genau auf einen Millimeter Mühe genau einstellen von der Höhe her. Das zeige ich dir nachher. Hallo, ich bin Pierre, ich bin auch dabei. Erstmal einen Kaffee, dann schalte ich das nicht aus. Okay, jetzt möchte ich nicht auf Kamera machen. Rubbel. Okay, ich muss da hat er Übung. Ich muss anders einspannen. Ja, Freunde, mittlerweile ist fast 22 Uhr. Während Kim da drin immer noch sein Fachwissen aus der Meisterschule wieder hochholt und das Fahrwerk reinkloppt, habe ich mich hier draußen einem Projekt auf meinem Niveau gewidmet. Und zwar habe ich den Kühlergrill hier vorne reingebaut. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie ich das finden soll. Hier ist das Originalteil, ihr habt es vorher gesehen in den Vorherbildern. Und jetzt so im Halbdunkeln sieht es meiner Meinung nach sehr geil aus. Aber gerade im Hellen, wenn man genauer hinguckt, hier ist leider ja so ein Fingerbreit Luft und den sieht man einfach. Also leider, wie gesagt, im Hellen hat man es gesehen. Jetzt fällt es gerade nicht so auf. Müssen wir uns einfach nochmal angucken, morgen im Hellen. Kimmi. Mit so einer langen Schicht hast du nicht gerechnet, ne? Nee, überhaupt nicht. Wolltest du eigentlich noch ein Auto danach machen? Ja, oder? Wollte ich eigentlich noch, ja. Oh, shit. Ja. Den hier fertig, ne? Prior Breitbau CLS. Genau, bei ihm schnell, Prior. So, Freunde, bevor du das Rad raufschmeißt, ich finde, das sieht mal schon viel sportlich aus, dieses gelb und lila Eloxierte hier, da sieht die mal gleich nach Rennwagen aus. Das hat noch so lange gedauert, weil hinten ein bisschen Krampf war, weil, Freunde, der ganze Kofferraum zerlegt werden musste. Ja, aber ist ja kein Problem, wir haben hier fachkundige Mechaniker am Start und ich würde sagen, ich fasel jetzt gar nicht lange drum rum. Ihr wollt alle das Auto auf dem Boden sehen und ganz runtergeschraubt ist er jetzt, ne? Ja, mir geht nicht. Also Felgen rauf und runter damit. Der Nullveränderung. Muss ich noch setzen, ne? Muss ich noch setzen, das Ding. Der ist genau so hoch wie vorher, Kim. 1:1. Warte, Digga, der setzt sich doch noch einen Augenblick. Jetzt muss vorstellen, Parksperre ist drin. Jetzt kommt noch schon runter. Geht ja nicht höher. Hättest du mal gleich ein Gewindefahrwerk gekauft. Komplett. Das ist es doch. Ja, Gewindefedern, Alter. Das ist das Gewindefahrwerk des armen Mannes. Nein, der setzt sich noch ein bisschen. Naja. Die völlige Enttäuschung zu sehen in seinem Gesicht. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier erstmal keine voreiligen Schlüsse. Schauen uns das Ganze morgen nochmal im Hellen an und dann morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, ne? Hat meine Oma früher immer gesagt. Freunde, so sieht das hier aus. Ihr habt die Bilder gerade gesehen. Optik ist natürlich wie immer Geschmackssache, aber ich glaube, beim CL sind wir uns da alle einig. Das Auto wirkt jünger, frischer, potenter, aber auch seriöser. Gleichzeitig ist das zu fassen, also es ist jetzt einfach so ein bisschen, finde ich, originale AMG-Optik, als wäre es halt 2005 und jemand hat sich einen neuen AMG geholt in der Konfiguration. Ich finde es super klasse. Beim GT. Also ich muss auf jeden Fall sagen, also der ist vorne nochmal einen Zentimeter tiefer gekommen. Ich würde sagen, so
Tieferlegung war, es waren aber nicht mehr als 2 Zentimeter jetzt. Die Felgen finde ich klasse, die Mädels finde ich auch gut, oder? Mhm. Außer dass die Reifen ein bisschen zu groß sind. Die Reifen, ja, irgendjemand hat gesagt, vorne der Reifen, natürlich hier, guck mal, das ist jetzt kein Tuner-Reifen auf der Felge, der hat nicht so wirklich den Stretch, aber damit muss man leben, das ist halt das Einzige, was im Gutachten freigegeben ist. Die Felgen übrigens sind von Lüthen Motorsport Edition 1 und gibt es für ganz viele verschiedene Fahrzeuge. Da habe ich einen ganz coolen Deal mit dem Markus Lüthen ausgehandelt, ihr bekommt 5% Rabatt auf die Felgen mit dem Code HAKEN5. Die gibt es für sämtliche Mercedes-Modelle, selbst VAG, Golf und so weiter, könnt ihr die drauf fahren. Seht ihr auch auf Markus seinem Kanal, da hat er ein Video mit dem Golf 8 gemacht und ihr könnt auch einen Satz der Felgen dort gewinnen. Verlinke ich euch unten sowohl den Shop als auch das Video von ihm. Schaut gerne also mal da vorbei. Ja, Freunde. Lüthen Motorsport. Da gibt es ja noch so ein paar andere Teile für den GT. Ne? Da gibt es zum Beispiel so einen schönen Carbon-Heckflügel hier, so einen schönen Carbon-Diffusor. Aber das kostet halt richtig Asche. Da muss ich noch mal ein bisschen ins Sparschwein, greifen, auch wenn der Value Drop jetzt gut läuft. Ja. Also da würde ich sagen, das sind noch ungelegte Eier, aber ihr habt jetzt direkt die Möglichkeit, auf den CL einzuwirken. Bei 10.000 Likes dürft ihr die Farbe bestimmen, in der das Fahrzeug lackiert wird. Hältst du das für eine gute Idee, Pia? Lila! Lila? Lila, ich möchte ein Lila sehen. Was für ein Lila? So ein Metallic-Lila, so ein dunkleres. Also ich glaube eigentlich, jede Candy-Farbe würde geil aussehen. So ein Candy-Rot oder Candy-Lila. Egal, die Leute dürfen selbst entscheiden. Erstmal die Likes auf Instagram folgen und dann gibt es da eine Abstimmung. Danke euch fürs Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.